Servus Leute, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey. So, Leute, ich habe jetzt ein glühendes Fragezeichen aufgedeckt und ich bin echt mal gespannt, was uns jetzt dort hinten an den Fragezeichen erwartet. Es ist wahrscheinlich irgendwas Neues, aber das schauen wir uns jetzt an, würde ich sagen. Ich mache mal das Bildmachgerät an. Servus Leute, und dann würde ich sagen, schauen wir doch mal zu dem glühenden Fragezeichen. Da oben ist ja auch die Schlacht. Warte, ich zeige es dir auf der Karte mal. Hier oben ist ja auch gleich die Schlacht. Und hier ist das Fragezeichen. Unentdeckter Ort. Also ist kein normales Fragezeichen. Wie ihr hier seht, hier sind alles, die sind alle hier normal weiß. Und das glüht so komisch. Ich bin echt gespannt, was es mit den Fragezeichen auf sich hat. Und Leute, wenn euch die Folge gefällt, lasst mir doch ruhig ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Würde mich alles sehr, sehr freuen. Einfach ein bisschen Support. Dann können wir miteinander ein bisschen quatschen. Würde mich alles sehr, sehr freuen. Und ich muss jetzt dann irgendwann mal einen Stream wieder anhauen, aber ich glaube, ich brauche da ein bisschen, weil ich die ganzen Einstellungen schon gar nicht mehr weiß. Ich habe es zwar noch gespeichert, aber ob ich das wieder alles so hinbekomme, weiß ich nicht. Oh. Kaldonischer Eber. Oder Kaledonischer Eber. Oh, oh, oh. Boss, Stufe 13. Alter Schwede. Können wir den blocken? Hält gut aus, aber ich glaube, er ist machbar. Wir müssen aufpassen, wenn er hier seinen komischen Ansturm macht. Mal schauen, dass wir irgendwie ein bisschen seitlich bleiben von ihm. Alter, da kommt noch andere Meerschweinchen. Okay, ich glaube, da gehen wir aufs Gift dann zurück. Alter. Okay, muss aufpassen. Alter. Alter, was ist denn hier los? Willst du mich verarschen? Ja genau, kämpfen wir mit dem. Komm. Ich schnappe da das Schwein. Nehmen wir alle zwei mit. Alter, willst du mich verarschen? Ich
Alter Schmiede. Und hier, der ist tot. Nein, der ist resettet. Ich dreh durch. Was soll denn das? Das ist doch scheiße. Alter. Der ist resettet. Boah. Zur Hälfte habe ich ihn schon runter gehabt. Müssen wir nochmal machen. Wir müssen unbedingt im Kampfgebiet bleiben. Ja, es geht schon, man muss halt bloß vorsichtig sein. Ist ja blöd, wenn die fünf Schweine auf einen zurennen. Wird's ein bisschen tricky. Aber na gut. Wir probieren es nochmal. Wie schaut's denn überhaupt vom Level aus? Wer bin ich überhaupt? Ich bin kurz vor 14. Geil wäre natürlich, wenn wir jetzt noch Level 14 machen, weil wir halt dann einfach mehr Schaden machen. Das heißt, wir werden jetzt uns schnell mal den Aussichtspunkt noch hier holen. Vielleicht kriegen wir dann noch ein bisschen EP. Darf ich mich nicht sehen lassen? Alter. Willst du mich verarschen jetzt? Na komm her. Jetzt ruft er seine Ads. Wo ist denn das Vieh? Jetzt könnte man legen. Da unten ist er. Du auch noch, komm her. Wir snacken mal. Das war's.
war äußerst beeindruckend. Sind wir nur Vollgas drauf. Für eine, die nach Zivilisation stinkt. Oh, und wonach riecht Zivilisation genau? Nach Blut und Angst. Aber du hast die Bestie besiegt. Jo, es war ein würdiger Gegner, würde ich sagen. Für einen Moment dachte ich, mein Ende wäre gekommen. Es war mir eine Ehre, mit solch einem Biest zu kämpfen. Aus irgendeinem Grund hat dich Artemis gesegnet und deine Hand geführt. Ich tue, was ich tue. Nicht mehr und nicht weniger. Ich bin Talia, eine der Töchter der Artemis. Unsere Anführerin Daphne sucht nach jemandem. Vielleicht bist du das. Wirst du dich mit ihr treffen? Jo. Gut, ich gehe zu Daphne. Du findest sie beim Tempel der Artemis in Phokis. Okay. Das machen wir doch gleich mal. Das ist jetzt alles gewesen, oder was? Was ich hier bekommen habe? Ich will jetzt aber schnell in die Höhle reingucken. Vielleicht gibt es da noch irgendwas Interessantes. Wahrscheinlich nicht, oder? Ja, hier gibt es gar nichts. Nichts gibt es hier nicht. Wir schauen mal schnell ins Inventar, ob ich da noch irgendwas machen kann. Sieht nicht so aus. Hier wären wir 14, aber da haben wir Kriegerschaden bloß ein bisschen mehr. Hier haben wir halt mehr Kriegerschaden und ein Gesamtrüstungswert ist natürlich höher. Obwohl hier die Rüstung auf 111 ist und hier auf 118. Also wird sich das wieder legalisieren. Nehmen wir die mal. Wechseln können wir immer noch, falls es wäre. So, okay. Dann würde ich sagen, holen wir uns noch den Aussichtspunkt hier. Aber erst mal schauen, ob hier noch irgendeiner... Ach, der ist gleich gestorben, oder was? Okay, ist auch nicht schlecht. Hab gar nicht die Message gesehen, dass sie uns gut geschrieben wurde. Okay, gegen... viele Ferkelchen. Aber ich glaube, wir können eh nicht mehr sterben durchs Runterfallen. Ich glaube, dass das Maximum abgezogen wird. So eine Art Festung. Ich hab sie. Ah, da sehe ich gleich da. Okay. Aber wie gesagt, bevor wir das machen, holen wir uns erst den Aussichtspunkt. Damit wir synchronisieren können. Tempel des Artemis. Yeah.
So, okay, dann machen wir hier wieder weiter. Du, was hast du hier zu suchen? Sei nicht so frech, Mensch. Dies ist heiliger Boden. Du solltest nicht hier sein. Nun, geh oder sage mir, was du willst. Wer bist du? Man sagte mir, ich sollte Daphne aufsuchen. Von dir hat Talia also gesprochen. Du warst diejenige, die das Unbesiegbare erschlug. Stark vielleicht, aber nicht unbesiegbar. Ich bin Cassandra. Ich bin Daphne, Anführerin der Töchter der Artemis. Ich habe einen Auftrag für dich, wenn du willig bist und fähig. Natürlich, immer her damit. Wenn du es so formulierst, wie könnte ich da ablehnen? In der Nähe gibt es einen Eber. Töte ihn. Und bringe mir sein Fett. Hab ich doch schon. Ist es das, was du wolltest? Götter, wahrlich, Artemis brachte uns zusammen. Ich bin gespannt zu sehen, womit du mich noch überraschst. Oh, und was schwebt dir vor? Oh, so mein vieles. Gott. Doch zuerst zum Geschäft. Durch diese Welt streifen Bestien, die aber nicht von ihr stammen. Die Götter brachten sie zu uns als Prüfungen, als Test. Fabeln interessieren mich nicht, mein Leben ist schon legendär. Boah. Oh, weder Götter noch Sterbliche konnten mich bislang von meinem Weg abbringen. Wir werden sehen. Und was genau soll ich für dich tun? Ich will, dass du dich in Artemis' Augen als würdig erweist und diese Kreaturen jagst. Ich muss keinem meinen Wert beweisen. Sag mir nur, was die Belohnung ist. Für jedes Fell, das du mir bringst, werde ich dir eine Gnade der Artemis gewähren. Wenn du alle Bestien erlegt hast, wird sich deine Verbindung zu den Töchtern der Artemis für immer, sagen wir mal so, verändern. Okay. Gut, ich werde es tun. Wie viele von diesen Tieren muss ich erlegen? Artemis stellt dich vor 8 Prüfungen. Du hast deine Reise bereits begonnen. Nun also erlege noch 7. Die restlichen Tiere. Werde ich die Kreaturen auch erkennen? Das wirst du. Bring mir die Felle. Ich werde mit meinen Schwestern, den Töchtern der Artemis, auf dich warten. Ich hoffe, du lässt mich nicht so lange auf dein schönes Gesicht warten. Sehr, sehr geil. Schauen wir doch gleich mal. Einen schönen Bogen bekommen. Obwohl ich ja nicht mit Bogen spiele, aber ist nicht schlecht, sowas zu haben. Die haben wir gleich weg, dann kriegen wir ein bisschen Holzi. So, sonst haben wir nichts. Fähigkeiten helfen wir jetzt 3 mittlerweile. Und ich wollte eigentlich gerne diese nochmal skillen. Kann ich aber leider noch nicht. Ich kann ja auch noch nichts machen. Auch noch nicht. Die will ich eigentlich noch nicht. Ja, muss ich noch ein bisschen warten, das hilft nicht. Mehrere Quests angenommen. Schauen wir doch mal, werden wahrscheinlich die komischen Viecher sein. Oh, das ist Level 39, okay, das dauert noch ein bisschen. Okay, das dauert alles noch ein bisschen. Die schwarze Flagge verbrennen. Okay, das werden wir nach und nach erledigen, dann denke ich. Athena Vorratskiste in der ganzen griechischen Welt. Okay, das werden wir auch nach und nach erledigen. Dann würde ich sagen, schauen wir mal auf die Karte. Hier könnten wir schon eine Schlacht anfangen, will ich aber noch nicht. Ich würde sagen, wir machen hier an den Fragezeichen weiter. Und dann haben wir das Gebiet eh schon bald wieder fertig abgeschlossen. Es sind nicht mal viel, 3 Fragezeichen oder so noch. Das andere ist ja schon... Nee, ist auch noch... Okay, das gehört noch dazu. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich hier hoch. Und machen da oben weiter. Ich weiß, glaube ich gar nicht, ob die ganzen Leute überhaupt die ganzen Fragezeichen immer machen. Ich müsste eigentlich mal schauen, was für Platin alles eigentlich notwendig wäre. Ich glaube eh nicht, dass ich Platin schaffe oder mache.
Aber was dafür notwendig wäre, ob denn alle Fragezeichen dafür notwendig sind oder eben nicht. Aber vielleicht findet man ja irgendwie noch ein Grab oder so. Wo man dann wieder Fähigkeitspunkte kriegt. Fasalos Festung. Könnten wir eigentlich auch damit machen. Machen wir die gleich. Wenn wir eh schon hier sind. Bloß nicht sehen lassen. Ach, den können wir gar nicht killen, oder was? Einer von der Quest, ey. Ich will erst mal schauen, dass ich im oberen Bereich hier alle ausschalte. Da ist auch noch ein dicker Brummer. Ich muss nur schauen, wo die anderen Soldaten lang gehen.
Ah, jetzt ist die Eroberungsschlacht auch verfügbar. Was? Wer pfeift da? Der Dudel. Der Dudel pfeift. Ganz schön viele Gegner noch hier. Sehe ich das auf der Karte nicht? Das muss da drinnen sein. Komme ich da hoch? Komme ich hier hoch? Hier müsste auch gleich ein Schatz sein. Unter uns.
sie nicht eliminieren. Jetzt dreh dich um, komm. Die werden wir normal hören. Da kommt der Geier schon. Oben müsste ja soweit alles durch sein jetzt, oder? Okay, der da hinten noch. Aber den da, kriege ich den von hier? Nee. Ich hab uns Dinger noch. Okay. Und fehlen noch zwei Schätze. Einer war da hinten, glaube ich. Hier unten irgendwo. Da unten ist einer. Schauen wir uns den anderen noch an. Okay, der ist da drüben. Dann holen wir jetzt erst den hier unten. Schön. So, und der andere ist draußen. Der dürfte jetzt eigentlich auch kein Problem mehr sein, weil hier eh alles clean ist. Soweit, so gut.
Okay. Abgeschlossen. Gut, Leute, dann würde ich sagen, machen wir doch an der Stelle einen Cut und schauen natürlich in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Wir wollen natürlich zu dem anderen Fragezeichen dort oben. Und ja, schauen wir mal, ob wir das kriegen später. Oder in der nächsten Folge, aber ich denke schon. Ich würde mich freuen, wenn du wieder einschaltest, wenn du wieder dabei bist. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal und vor allem auch mit den anderen Let's Plays. Schaut da auch ruhig mal rein, würde mich auch sehr freuen. Genau, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Andi. We'll be right back.